Ich hoffe, ihr seid... Thank you for the moon sugar. A thousand blessings upon you. Kein Problem. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Wir begegnen einem Drachenpriester. Nicht, dass man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also, die Vulkanglasklaue war es. Fuchs, Eule, Schlange. Fuchs. Eule. Schlange. Wollen wir doch mal sehen. Jawohl. My hair is standing on end. Don't worry, I will not fall. Ja. Wir haben ja auch noch nicht ein Leute vom alten Drachenclan gesehen. Da kommen welche raus. Der spuckt euch an. Beide. Jemand von dem alten Drachenclan. Das ist der Drachenpriester. Weg mit ihm. Sehr schön. Fagott-Duell, den der Drecksack. Nimm mich schön an mich. Und dein verfluchte Rüstung auch. Alle in Ordnung? Lass uns da noch die Leute anschauen. Ja, diese kranken Drauge, die einem ins Gesicht spucken. Dann war hier noch der alte Drachenclan. Du warst nämlich an mich. Genau. Oh, nochmal einer. Wollen wir sehen, ob wir hier sonst noch irgendetwas sehen. Ah. Nicht. Einfach nur zum Schauen, ob wir hier nicht, absolut nichts übersehen haben. So einem großen Raum. Dann in der Regel. Waffenmeister. Kahnglas, Streitkolben. Oh, vielleicht. Oh. Drauger Baba. Witchblade. Der Streitkolben. Langschwert und ich bin überladen. Gut, für das habe ich ja tiefes Lager. Don't interrupt me while I'm thinking, Scrap. Oh, great. What was I thinking about? Gut. All das, was ich nicht brauche. Du kannst weg. Weg, du kannst weg, du kannst weg. Wie ist der Stab? Das ist meiner. Ah. Feuerwand, oh. Vorwärtshinszahn behalte ich mal noch. Ganz weg. War ja noch von der Novora. Rosis Morokai Ragot. War da nicht noch irgendwie ein Rüstungsteil, das ich aufgehoben habe? Plate, genau. Gut. Habe ich jetzt meinen Stab weggetan?
schön. Dann habe ich noch ein Buch gefunden. Was mit Drauger war. Das müsste hier irgendwo sein. Mal schauen, ob ich den überhaupt beschwören kann. Ja. Dann will ich den aber dann mal in Aktion sehen, den guten Mann. Hier an der frischen Luft. Wollen wir ihn mal sehen? Wo ist er denn? Hier ist er. Schnell beenden. Autsch! Oh! Danke! Autsch! Was ist das denn für ein Angriff? So. Komm her. Dragons don't rule anymore. You're behind the times, my friend. Gepasst mit dieser verdammten Magie. Die der For the old gods. For the north. Warst du das, der da? Auf die ich dich verlass, mein Freund. Das muss man dir lassen. Weg ist er. Zorn, Sturmruf. Du gefällst mir. Hey, der hat eine Flugstunde genommen. Eine Flugstunde, von der er sich wohl nie wiederholen wird. Hier runter. Ja. Meinen Forschungen zufolge könnte Skorm Schneeläufer nach der Belagerung einen Teil seines Tagebuchs hier zurückgelassen haben. Ich glaube, es sollte Hinweise darüber enthalten, wie man die blockierten Bereiche der Festung betreten kann. Ich sollte euch warnen, es spukt in der Schutzburg. Oh, wartet, ich kann das erklären. Ist das so? Ihr hättet nie herkommen sollen. Mal her. Schützburg aufhören, Drachenkult dort die Maske abziehen. Naja. Brauche ich alles. So. Dann ist dieses Abenteuer hier auch vorbei. Ihr wisst aber, was das heißt. Ich habe nur noch eine Drachenpriestermaske ist übrig, bevor ich mir Konarek holen kann. Ich finde das aber gut, dass Kohane mich geheilt hat. Der hatte starke Magie am Start. Frostmagie ist einfach etwas Gefährliches. Darf man nicht unterschätzen. Ich werde dann gleich mal eine Flugstunde genossen. In der sich wohl so nie wiederholt. Was ist das eigentlich für einer? War schon alles? Wirklich? Schlagt ihn tot. Wie ist hier das Prüfung?
Uhithia, also. Interessant. Feuermantel. Aktiv. Mal schauen, wie wir am schnellsten Richtung Riften kommen. Okay. Wenn hier um den Berg rumlaufen, sollten wir nicht allzu lange benötigen. Ich möchte wissen, was dieser Esbären weiß. Anscheinend wissen die Sachen über die Drachen, die selbst wir vom Drachenkult nicht wissen. Und je mehr Wissen ich akquirieren kann, umso besser. Danach ist das, muss ich unbedingt irgendwie nach Skuldafing kommen. Ich glaube, Zarkosis war es, der mit der Bewachung des Portals beauftragt wurde. Wer denn? Was war das? Autsch! 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 So, weg da! Euer armseliges Leben. Nur Geld. Gut gekämpft. Naja, ich bin nicht hier, um Banditen zu jagen. And that's my stomach rumbling. Luckily, I prepared some snacks. Roasted sugar apples or charred chorus kite. Was ist das? Irgendeine Höhle. Naja. Wie gesagt, wir wollen nach Riften. Alles andere interessiert mich gerade nicht. Denn ich muss unbedingt die Esbären finden. Wir sind doch auf dem richtigen Weg. Ja, müsste da. Genau, hier oben ist Schützburg. Eigentlich traurig, was Ragot da oben veranstaltet hat. Kein Problem, dass er sich selber tötet. Aber dass er dann auch noch Kinder und Frauen in seinen Untergang mit reinzieht. Unverzeihlich. Naja. Er wurde ja jetzt getilgt. Und sein schwächlicher Drachenkult auch. Obwohl der eine mich fast getötet hätte. Das muss wohl der hohe Priester von ihm gewesen sein. Liegt da etwas? Ah, das sind die zwei Ekelspinnen da, die ich mich entledigt habe. Oder es war der Kultist von Bohithia. Kann natürlich auch sein. Gut, ich glaube, wir müssen ja durch das vordere Tor, weil hier so viele Wildtiere sind, dass die wahrscheinlich die Tür hier abgeschlossen haben. Lasst euch nicht stören hier. Wollen wir doch mal sehen, ob wir diesen alten Mann finden können. Müsste ja eigentlich möglich. Ich mache mich aus dem Staub. Ja? Die Stadt. Nur das Problem ist, dass die Stadtwache hier. Stehen bleiben! Ja, was denn? Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Besuchssteuer? Wofür? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Weil ich nicht gerade erst gestern auf die Welt gekommen bin und das definitiv Erpressung ist. Also gut,
Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Das geht doch. Muss man denn immer gleich übertreiben? Besuchssteuer, genau. Weil es uns keine andere Stadt gibt, die sowas hat. Fällt überhaupt nicht auf, dass man hier Leute ausnehmen will. Ich sehe gar nicht, dass Riften auf der Seite der Sturmmäntel ist. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Schwarzdorn. Oder Schlimmeres. Okay. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Kommt her. Ich kann sie nicht einfach. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifthorn nach Ärger? Ich will nur nicht, dass ihr geht. Naja. Und wer will das wissen, kleines Männchen? Denkt ihr wirklich, ich habe Angst vor euch? Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Naja, die Schwarzdorn-Familie kenne ich nicht und es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Egal, wer das sein soll, sollten sie mir in den Weg kommen, werde ich sie auslöschen wie die kleinen Insekten, die sie sind. Aber wenn ihr schon so in Plauderlaune seid, wer sind die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Naja. Naja. Dann gehe ich euch einfach aus dem Weg. Wie ihr meint. Ich bin am Hafen, wenn ihr eure Meinung ändert. Ja. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Liebe... Nicht so schön hier, das Ganze. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Was erzählt ihr da? Oh, ich suche eigentlich nur einen alten Mann, der hier in Riften untergetaucht ist. Und ich schaue über eure Beleidigung hinweg. Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Lass mich ihn erst finden, Drachen sind nicht gut für euer Geschlecht, die. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Nein. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Frisches Fleisch und Gemüse. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Das Gesetz zu brechen, macht ihr Scherze? Tut mir leid. Ich habe normalerweise einen guten Riecher für so etwas. Kein Problem. Kommt wieder, wenn ihr eure Meinung ändern solltet. Kauft echtes Fall. Nicht gut. Ich bin Elixier. Lebt tausende von Jahren. Ich bin kein Dieb, verdammt. Gedanken anderer Menschen. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Was soll ich hier? Komme ohne die Hilfe von diesem Brynjolf nicht weiter. Nicht.
Kauft eine Flasche meines echten Fallnerblut-Elixiers. Nur 20 Zu, solange der Vorrat reicht. Ja, sie meinte etwas von einem Rattenweg. Do you know a soul trap spell? I think Scrap might need a new soul gem. Glaube nicht. Ich gerade. Das Gemüse ist so frisch. Was soll ich hier machen? Kauft echtes Falmerblut-Elixier. Lebt tausende von Jahren. Lest die Gedanken anderer Menschen. Ganz toll. Bin auf seine Information angewiesen. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Unser Fleisch ist garantiert sauber. Wir können es ja mal probieren. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Und warum soll ich dem den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Nein. Ich bin bereit. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Nein, wir machen das nicht. Ich bin kein Dieb. Ich bin vieles. Aber ein großzügiger Gott. Das Problem ist, sie meinte irgendetwas von einem Rattenweg. Komme ich hier nicht runter. Frisches Fleisch und Gemüse. Wie komme ich hier nochmal runter? Ach, hier. Genau, da hinten ist das Tor zugenagelt. Das habe ich mir noch fast gedacht. Vielleicht brauchen wir dem seine Hilfe gar nicht. Kein Problem. Der Rattenweg. Lass mal schauen, ob da mehrere Orte in diesen Rattenweg reinführen. Ah, nein, das ist ein Haus. Keine Zeit für dieses. Schauen wir mal, ob wir so an ihn finden können. Der Rattenweg kann ja nicht so groß sein. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendeine Zisterne, die hier für Abschaum. Ist da jemand? Ja, ich bin. Fuck ihn tot. Fuck ihn tot, sehr schön. Wo wollen Leute, die so angeblich. Ugh, this place is disgusting. Is so. Far from the eyes of the gods and the mountains I know. Let us finish our business here and be done with it. Oh, I just remembered when I broke my family's tea set. It'd been in the family for 6 generations. Ugh, why did I have to remember that? Ich schätze, jetzt ist alles klar. Was war das? Ich war das. Was bist du denn für einer? Handschuhe des Faustcamp. Okay. Irgendein komischer Vogel, der heute nur mit. Das kann man wohl sagen. Man hier, glaube ich, erstmal gelandet ist, gibt es wohl keinen Weg zurück. Da habe ich doch noch eine Dame ständig reden hören. Was? Lassen wir die Spielchen. Oh, Honey. Was ist das denn? I once met a cat by the name of Nanak, whose magical prowess could a dragon shock.
Eine kleine farbige Katze. Ja. Ich glaube, ein bisschen zu lange in der Sonne gestorben. Naja. Ah, hier gibt es dann eine Abkürzung. Gut. Oh. Was ist das denn hier? Macht keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Das ist aber schön. Ich suche einen alten Mann, der sich hier irgendwo in Riften versteckt. Etwas gehört? Interessant. Aber mir ist das egal. Wollt ihr was trinken oder euch einfach nur die Knochen brechen lassen? Vielleicht hilft das eurem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge, mein guter Herr. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kenne die Person, von der ihr da redet. Er lebt irgendwo in der Rattenweg-Wohnkaserne. Man muss verrückt oder verzweifelt sein, um das zu tun. Vielleicht auch beides. Gut, danke. The underground of a shady city is the absolute first place I'd look. It's a wonder he's stayed hidden. Ja, wahrscheinlich. Aber so konnten wir. Habt ihr etwas gehört? Da ist der oh, da ist er. Talmor sind ja schon hier. Interessant. Die Herrschaften wohl schneller gewesen als wir. I will die a good death. Sorry, Kano. Watch over us. Bitte nicht mehr schauen, was sie da so dabei haben. Meistens haben die Gold dabei. Okay. Interessant, dass die Talmor auch schon hier sind. Nicht, dass wir auf dem Rückweg noch von irgendwas überrascht werden. Das wäre schlecht. Ich glaube, das sollten alle gewesen sein. Ah, hier. Nein, ihr werdet mich niemals finden. Okay. Sehr schön. Verschwindet! Seid ihr dieser Eisbären, den ich suche? Macht die Tür auf. Ich bin so etwas... Wie ein Freund. Ja, nennen wir es Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Eisbären. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja. Schön gut. Delphin hat mich geschickt. Delphin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delphin sagt, ich soll euch sagen, ihr sollt euch an den 30. Eisherbst erinnern. Ah, in der Tat. In der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delphin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Ja, näher! So. Ruhe hier. Ruhe hier. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr den Mumm dazu habt. Messer? Ja. Buch? Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist.
Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr mit, es ist hoffnungslos? Ich weiß, dass Alduin zwar ein Gott ist, aber jeder Gott kann getötet werden oder wenigstens aus unserer Welt verbannt werden. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin. Ist der Drache, der anderen von den Toten auferstehen lässt. Schließlich ist er auch Akatoshs Erstgeborener, nicht wahr? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Wir reden ja also von dem buchstäblichen Ende der Welt. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Nicht. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Ja, es ist nicht wirklich hoffnungslos, Esbern. Nicht nur, dass ich Konarik werde, was meine Bestimmung ist, sondern bin ich per Zufall auch noch eines dieser Drachenbluthelden, wo ich selbst davon nichts wusste. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Remy? Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Da unter eurem Bett. Come on, old man. We gotta keep... Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Zu leicht. Hier drüben. Jemand muss etwas unternehmen. Das war schon alles. Okay, wir haben also wieder Talmor besucht. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Sehr schön. Sich das ja mal gelohnt, genau. Ihr mögt es ja, wenn wir Leuten die Köpfe abschlagen. Oh. Oh, Pop, Zerstörung. Don't worry, Esper. Ja. Okay, wir sind alle zu. Das gehört euch, Drucker? Mein Blut ist ruhig. Mir ist es lieber, wenn es an was ihr denkt. The stench of fish, wood rot, and desperation, just like in my childhood. I have not missed it. Das kann man wohl so sehen. Dann wollen wir mal. Wir haben Esbären dabei. Wir haben ja die Talmor-Vorhut hier schon getötet. Das heißt, wir können ja eigentlich beruhigt durchmarschieren, ohne uns groß Gedanken zu machen. Elfenhandschuhe der Ecke? Warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind, kann man alles gebrauchen. Und entzaubern. Ist dann eh mal
eine Verzauberungspause noch einmachen. Ich kann ja jetzt mehrere Verzauberungen auf ein Rüstungsteil wirken. Könnte interessant werden für meine Begleiterin. Obwohl die schon sehr mächtige Rüstung besitzen. Genau, die Taumo haben wir ausgerottet. Gut, dann wollen wir hier aus diesem Drecksloch raus. War dieser Heuler hier sehr kooperativ. Hat uns da gute Dienste geleistet. Musste ich da diese Diebesgeschichte nicht annehmen. Schließlich bin ich kein Dieb. Ich bin ein Gott. Ich bin der neu zu Konarik wird. I once met a cat by the name of Nanak, whose magical prowess could a dragon shock. Eine kleine farbige. Erinnert mich irgendwie an Cheogorath. Aber seit wann hat Cheogorath eine kleine Katze? Das Haustier. Und was macht sie eben in der sterblichen Welt? Ach, jetzt bin ich noch falsch gelaufen. Ich bitte zu entschuldigen. Wo muss ich lang? Oh. Die kleine farbige Katze hat mich abgelenkt. Genau, hier können wir einfach. Haben wir jetzt ja die Brücke runtergelassen. Dafür schneller hier unterwegs sein können und auch schneller wieder draußen. Tiefste Nacht wieder. Naja. Das ist ja auch kein Problem. Ich bin der Meinung, was? Ich will das hier schnell beenden. You will not get me again. Nächsten Tag nur. Ah. Elenbin. Shavari war die in der Küche. War natürlich schon die ganze Zeit bei der Talmor angestellt. Elenwen mag es wohl nicht zu verlieren. Der Herr? Ja? Möchte die Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Nach Weißlau. Wollt ihr durchfahren oder sollen wir unterwegs irgendwo anhalten? Na, das wäre sehr gut. Bringt mich nach Flusswald. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja, sehr schön. Und top. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katschit oder so. Ja, nennen die sitzen da gleich neben euch, ihr Idiot. Bevölkern sie angeblich ganze Länder. Bobbelt der da über Khajiit und die sitzen gleich neben ihm. Ja. Gut, dann wollen wir die beiden mal zusammenführen. Delfin! Ha! Ha! Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Thank you for the moon sugar. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Kein Problem, Freund. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgna, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Den alten Mann mal vorausgehen. Besser so.
Okay. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Eine Fresse. Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Keine Ahnung. Psst. Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Hm. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Rede ihr mit meint, mir, Esbern. Ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Nein. Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt okay. Also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ja. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Hm. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Lasst uns dort. Wir treffen uns an der Kartspitze. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Keine Sorge. Ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Viel Glück. Oh. Kartspitze also. Was ist eure Meinung dazu, Truger? Ihr schaut grimmig drein. Ach, okay. Nichts. Malakart sei Zeuge unserer Taten. Gut. Ja, es ist soweit. Die Taverne gehört euch. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. Tja. Kartspitze. Okay, das war der Schrein von Bohisia, der mir da aufgetragen wurde. Kartspitze. Horikstadt. Ist aber in der Nähe von Markart, sehe ich gerade. Hm. Darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch acht, Ogner. Lebt wohl. Ja, natürlich. Hm. Ihr auch, Delphin. Gemil? Passt Hallo. Auf euch auf. Irgendetwas dazu noch zu sagen, oder? Wie geht es euch? Well, I was just thinking about... Do you think dragons can fly to the moons? Eure Gedankengänge sind mir manchmal ein Rätsel, Emil. Gut, dann sind wir hier, würde ich sagen. Ihr ruht euch ein bisschen aus. Ich als Untoter muss das ja nicht mehr. Und dann bei Tagesanbruch reisen wir von Markart aus zu diesem Tempel.